Powered by TBF, Global Asset Management. Sonnenhof Groß Asbach zu Gast auf der Talwiese. Rielersing, das erste Mal der Gegner des Regionalliga-Absteigers. Man wollte direkt was zeigen. Doch zunächst Groß Asbach mit den Chancen. Hier direkt die erste gute Möglichkeit nach 14 Minuten durch Blair Dautai. Der macht auch dann direkt das 1:0 für die Gäste. Und somit ist Rielersing schon sehr früh in Rückstand geraten und hatte wenig Zugriff aufs Spiel. Auch die nächste Möglichkeit gehört weiter Asbach, die vor allem in der Anfangsphase sehr viel Druck machten, hier mit einem Pfostentreffer und damit Rielersing weiter im Glück. Es stand nur 1:0. Nach 39 Minuten war Rielersing dann langsam besser im Spiel. Auch die erste Möglichkeit konnte man sich herausspielen. Schöner Ball von Nico Kunze auf Nathan Malonga, der aus der Distanz aber ziemlich ungefährlich. Dann sind wir schon kurz vor der Pause. Nico Kunze kann hier den Ball gut abfangen, geht zum Konter, geht auf die Grundlinie, sieht in der Mitte Harut Arutunjan und der muss nur noch zum 1:1 Ausgleich einschieben. Sehr wichtiger Treffer, kurz vor der Pause von der Talwiesenelf. Unglaublich von Nico Kunze, hat den Überblick behalten und den Ausgleich gebracht. Dann sind wir schon in der zweiten Halbzeit und die Talwiesenelf ist jetzt voll da. Schöner Ball auf Marek Bleise, der ist auch auf der Grundlinie durch. Sieht erneut Harut Arutunjan und der macht eine Kopie des 1:1 zum 2:1 und trifft für die Führung der Talwiesenelf. Rielersing jetzt mit Übergewicht im Spiel. Hier die nächste Möglichkeit durch Albert Malay, der frei durch war, aber am Tor vorbeizieht. Dann sind wir schon in der 82. Minute und Rielersing eine gute Kontermöglichkeit über Rechtsaußen. Marek Bleise frei durch, viel Raum. In der Mitte noch Nathan Malonga wird quergelegt und Nathan Malonga netzt zum 3:1 für die Talwiesenelf ein. Hat hier viel Zeit und Marek Bleise sieht ihn mitlaufen und legt ihn schön quer. Und dann kommt wohl das schönste Tor des Spiels. Albert Malay hat den Überblick, der erste Tunnler, der zweite Tunnler aus 25 Metern setzte das Ding rechts unten ins Eck. Und was für ein Tor, unglaubliches Solo, könnte ein Tor des Monats sein. Da lässt er den Asbachern gar keine Chance und sie sehen alle ganz alt aus. Kurz vor Ende hat dann Asbach aber auch nochmal eine Chance. In der 90. Minute ein Ballverlust von Rielersing, das Spiel wird schnell gemacht und in der Lücke sieht man den Stürmer von Asbach, der ist frei durch und netzt zum 4:2 ein. So endet die Partie zwischen Sonnenhof Groß Asbach und Rielersing. 4:2 für Rielersing, die am Mittwoch schon wieder ihr nächstes Spiel haben und auf den FC 08 Villingen auf der Talwiese treffen.